Yo, Leute, was geht ab? Und willkommen. Heute reagieren wir auf Bibis Beauty Palace. Und zwar, damit habe ich seit der Schwangerschaft zu kämpfen. Let's go, wir gehen direkt rein, Leute. Weil wir schwanger sind, müssen wir natürlich darauf nein was. Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich werde heute... What the fuck, einfach so... Haben wir eben nicht besprochen, dass ich das nicht mache. Das sieht doch so geil aus. Erstaunlich weich kann man das... Wir hatten auch mal so einen Tomatenbaum. Ja. Ist das überhaupt ein Baum? Das ist ein Busch, glaube ich. Und wir hatten Tomaten auch... Pflanze einfach. Was für Pflanze, Digga? Ein Busch. Und wir hatten auch Erdbeeren. Ja. Aber wir mussten so lange warten auf eine Tomate. Und die eine haben wir auch vergessen, die ist dann kaputt, gell? Das ist eine Filzunterlage. Ich werde heute ein paar Fragen von euch beantworten. Boah, heute bist du wirklich sehr kreativ. Ach, scheiße, jetzt ist alles nass geworden. Mein ganzes Handy ist jetzt voller Seifenblasenwasser. Ist doch der Knüller. Geil. Warte, ich muss mich setzen. Ah. War nicht mehr der Jüngste, ne? Du wirst vor mir 30. Würdet ihr nochmal umziehen? Also, ich habe die Frage jetzt auf Deutschland bezogen verstanden. Und ich würde sagen, ich bin ja noch relativ jung. Ach so, das ist so eine Fragerunde. Ja, ja. Egal, dann können wir mitbeantworten. Okay, also, wir sagen mal nicht, würdet ihr zurück nach Deutschland, sondern würdet ihr ins Ausland fliegen? Und ja, definitiv. Aber die Frage hieß, würdet ihr in Deutschland umziehen? Also aus der Villa in eine andere Villa. Würdet ihr nochmal umziehen? Also, ja, siehst du, würdet ihr nochmal umziehen? Genau, innerhalb von Deutschland. Die leben ja jetzt gerade dort in Köln, dieser Villa. Würdet ihr nochmal umziehen? Ja, ich schon, du. Ja, ich würde noch sehr, sehr oft umziehen. Ja. Ich glaube, ich würde so einmal in jede Stadt umziehen und dann könnte ich so sagen, ich weiß, welche Stadt die beste ist. Ja, ja, würde ich auch machen. Ich würde auf jeden Fall umziehen. Deutschlandbezogen verstanden. Und ich würde sagen, ich bin ja noch relativ jung, mit meinem fast 30. Selbstbewusstsein ist immer geil. Ich könnte mir definitiv selbstverständlich vorstellen, irgendwann in meinem Leben nochmal umzuziehen, aber... Ich liebe dieses Haus einfach so sehr und jetzt, wo die Kinder hier irgendwie groß werden, habe ich auch voll die emotionale Bindung dazu und aktuell gerade will ich hier nicht weg. Wenn du um 3.40 Uhr nachts schläfst, wer kümmert sich dann morgens um die Kinder? Wir haben einen sehr verrückten... Das war echt so. Und? Dafür, dass sie halt so... Oha, mein Kopf ist ja gar nicht... Ja, aber ich wollte gerade sagen, willst du nicht wissen? Also ich finde halt... Tutti ist eigentlich kleiner als ich, aber die sitzt immer so komisch. Die sitzt immer auf ihrem Bein. Tutti sitzt immer auf ihrem Bein, dann chillt die immer so. Ich hoffe, der kann. Ja, jetzt egal. Egal. Ich wollte nur sagen, dafür sage ich mal, dass sie so eine Mutter ist und so diese so ordentliche Organisierte und so. Zum Beispiel Sarah Harrison, so, die geht immer gefühlt um 21 Uhr schlafen, weißt du, was ich meine? Ja. Und bei ihr denkt man sich auch, die geht so 21 Uhr schlafen. Mhm. Gell, die geht um 4 Uhr morgens, die bleibt länger wach als ich. So, chill, was macht die? Ja, ja. Ja, die ist ein bisschen, ich glaube, die ist da ein bisschen blöd. Aber wir waren auch in der Nacht bis 4 Uhr wach. Wir haben keine länger, Kinder. Bis 4:30 und jetzt haben wir auch wieder 2 Uhr. Ja. Also, bis jetzt aber ihre Kinder wecken sie ja um 7 Uhr, das ist das Problem. Und zwar keiner um 7 Uhr. Nein, keiner traut sich. Der Wecker war so, der Wecker. Meine Mutter kommt rein, ich war so, geh raus. Muss und gehen oft sehr spät ins Bett und ich stehe dann morgens auf. Also erstmal bin ich meistens also die letzten 5 Tage außer heute. Ja, doch, der Julian, der steht auf. Manchmal mit auf. Nein, wir werden immer beide. Können wir mal kurz auf ihre Augenbrauen klarkommen? Irgendwie sieht sie richtig hübsch aus. Weißt du warum? Ja. Ich glaube, sie sieht richtig gut aus, weil sie hat ihre Naturhaarfarbe mit so Highlights. Die hat vorne so ein paar Strähnen, die blond sind. Und es lässt sie so jung wirken und diese hellen Augenbrauen. Und das Make-up einfach, sie sieht so gut aus. Ja, aber ich glaube, sie hat irgendwie heute einen Eyeliner. Ihre Augenbrauen sind so komplett so heller. Die fallen jetzt nicht so direkt auf. Und auch die Nägel, Junge, die sieht voll richtig jung jetzt auf. Ja. Also ich bin eine Stunde vor dir wach. Also das ist die Ausnahme, mein Freund. Nein. Wir machen es meistens so, wenn wir keine Termine morgens haben, dass wir einfach uns von den Kindern quasi wecken lassen, weil die eigentlich sehr zuverlässige Wecker sind. Ne? Okay. Ich wache. War unser Hund damals auch. Ich war nur wegen denen immer aufgestanden. Der ist wirklich immer pünktlich 7 Uhr. Pünktlich 7 Uhr hat er immer gesagt, ey, hast Bock? Ich hab gesagt, komm, geh mal Gassi. Immer. Aber ey, du musst auch Respekt, gell? Du, also Respekt an dich. Du bist immer aufgestanden. Ich bin immer aufgestanden. Immer. Vor allem, also wie konntest du aufstehen, wenn du mich so gesehen hast? Naja, also wirklich damals, als wir noch unseren Hund hatten, momentan ist unser Schlafrhythmus auch wieder so cracky. Ich meine, wir haben 2 Uhr, wir sind voll geschminkt, sitzen hier und drehen ein Video. Und das ist jetzt wirklich, das heißt, wir haben so spät gegessen. Bis wir wieder im Bett sind und schlafen, vor 4 wird das nichts, ne? Und dann denke ich, Bibi, die schreibt. Aber damals, guck mal, jetzt auf Snapchat, gell, sehe ich ja immer so, heute vor 1 Jahr, heute vor 2 Jahren. Und ich sehe so, ich hatte da voll den Abi-Stress, ich habe YouTube-Videos bearbeitet.
gearbeitet bis in die Nacht, weißt du, was ich meine? Ich hatte so viele Stresssituationen, war auch bis 4 Uhr wach, bin trotzdem um 6 Uhr aufgestanden, um in die Schule zu gehen. Das sag ich aber doch. Das war nur wegen Charlie, weil Charlie hat mich geweckt, ich dachte immer so, ich kann nicht, aber ich dachte, also mein Hund, ich dachte immer so, ich kann nicht, aber dann dachte ich immer so, wenn ich jetzt nicht gehe, dann kann er nicht Pipi machen. Nur ich kann ihn ja Pipi machen lassen, weißt du? Ja, also man kann nicht einfach sagen zum Hund, oh, ich keinen Bock, er muss. Ja, er muss. Und deswegen bin ich aufgestanden, dann draußen dieser kalte Wind am Morgen. Ich habe sowieso immer mit kurzer Hose geschlafen. Ich stehe auf, ich bin einfach so rausgegangen. Ja. Ey, der hat mich so geweckt, ich kam so nach Hause. So, ich habe geatmet, diesen Wind, gell? Jeden Tag immer genau um die gleiche Uhrzeit auf. Wann? Sag ich nicht. Na, die letzten Tage bin ich um 9.03 Uhr aufgewacht. Krass. Wann wird euer Haus in Spanien fertig? Wir haben heute noch eine neue Mail vom Architekten bekommen. Und so wie ich das verstehe, ist das Haus quasi fertig. Dein Brunnen braucht aber noch eine Woche. Ja, mein Brunnen ist noch nicht fertig. Und dann gibt es immer ein paar Kleinigkeiten, die noch erledigt werden müssen. Aber rein theoretisch ist es quasi fertig. Geil. Wie stehst du zu dem Thema Mental Health? Diese Frage ist sehr interessant und deswegen haben wir diesem Thema mal eine komplett eigene Podcast-Folge gewidmet. Und darauf mache ich sehr gerne hier nochmal aufmerksam. Sehr schlaue Werbung. Ja, ja. Wir können ja mal darüber reden. Mental Health. Ich glaube, die Psyche... Ich bin komplett krank. Also ich glaube, die Psyche ist viel zerbrechlicher als ein Körper selber. Weißt du, du könntest mich so oft schlagen, mein Körper könnte das aushalten. Aber die Psyche ist wirklich so etwas Empfindliches, dass man so leicht brechen kann. Das musst du wirklich mit den Jahren wie eine Schicht aufbauen, dass deine Psyche robuster wird. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und deswegen, meine Mental Health ist auf jeden Fall am Arsch. Meine Schicht ist kaputt. Ja, ich finde auch so, wenn man so Körper mit der Psyche vergleicht, der Körper, wenn er verletzt wird, er heilt wieder. Es wird alles wieder so meistens wie vorher. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein Muskel mal gerissen habe, ist immer passiert. Ja, ich hatte so einen Muskelfaserriss oder so, ja. Keine Ahnung. Da ist wieder geheilt und trotzdem, bis heute merke ich noch auf dem Laufband, es tut noch ein bisschen weh, aber eigentlich ist es so geheilt. Ja, weißt du, ich meine? Aber in der Psyche, so mir sind ein paar Sachen hier und da passiert und bis heute merke ich sehr oft, so, das verfolgt mich, zum Beispiel in meinen Träumen oder so, einfach so ganz normal im Alltag oder auch in meinen Emotionen, wie ich damit handle, so komplett. Ja, aber ich glaube auch einfach, wenn man psychisch überfordert ist oder körperlich überfordert ist, dann ist es so ein Unterschied, weil der Körper, habe ich so gefühlt, der steckt das einfach besser weg und meine Psyche, die ist da ein bisschen langsamer, verstehst du? Aber wenn die Psyche am Arsch ist, dann kann der Körper ja auch nicht mehr. Ja, vor allem, wenn dein Körper am Arsch ist, geht es deiner Psyche eigentlich immer noch gut. Aber wenn deine Psyche am Arsch ist, dann ist dein Körper auch am Arsch, weil der kommt nicht klar, weil deine Psyche, die kontrolliert deinen ganzen Körper. Weißt du, was ich damit sagen wollte? Also, Psyche, Leute. Kümmert euch um eure Psyche. Passt auf. Schaut unbedingt, beziehungsweise hört unbedingt mal in unsere Podcast-Folgen rein. Die kamen auch echt sehr gut an. Ich würde auch sogar einen Podcast mit dir machen. Das wäre, glaube ich, richtig witzig. Das ich sogar. Aber weißt du, was das Ding ist? Wir reden so viel. Zum Beispiel, ich rede auf TikTok viel. Horner redet auf TikTok viel. Wir reden auf YouTube jeden Tag auf JT Rex. Ja, wir machen ja nicht einfach so, haha, witzig, sondern wir reden meistens über Themen. Wir reden viel, ja. Dann kommt noch JT Family. Dann kommt noch die Story. TikTok. So, manchmal denke ich mir so, mir geht der Rede den leer. Eigentlich nicht, aber meistens, ja. Mir geht's echt nicht. Na, weil du die liegt so im Bett, ich so, oh, na. So, eine Sache. Jetzt machst du dir jetzt endlich. Folge kam wirklich sehr gut an. Also wir haben allgemein drüber gesprochen, viel auf uns bezogen, also sehr viel persönlich und privat auch geredet. Deswegen will ich hier gar nicht so viel darüber reden, weil es für mich auch einfach ein sehr großes, umfangreiches Thema ist. Podcast, das ist ja Klassen. Jeden Sonntagmorgen gibt es eine neue Folge. Wie auch jetzt gerade. Jetzt. Hä, aber das wäre doch voll stramm, wenn wir einen Podcast eröffnen. Glaube ich auch. So einmal die Woche. Was würdet ihr sagen? Ja. Einmal die Woche, wir nehmen uns ein Thema. Warum ist Horne ein Keck? Wir reden eine Stunde drüber. Genau. Und der Grund ist, weil Tutti der größte Keck ist und man muss sich ja der Umgebung anpassen irgendwo. Stimmt. Heute ist auch eine neue Folge online gegangen. Worüber? Eine Fortsetzung von meinem letzten YouTube-Video gedreht. In meinem letzten Video haben wir ja so ein ganz persönliches, privates Buch vorgelesen. Ja, okay, und jetzt haben wir das ganze Buch vorgelesen. Und jetzt haben wir das ganze Buch in der Podcast-Folge vorgelesen. Also wirklich sehr, sehr krass. Wenn ihr das letzte Video noch nicht geguckt habt, unbedingt vorbeischauen. Und dann gibt es die Fortsetzung heute in einer neuen Podcast-Folge. Habt ihr schon Möbel für euer Ferienhaus erworben? Nein, wir haben noch nichts. Optimal. Gibt es bald einen neuen Part von Verstecken im Haus? Kennst du die Fragen? Kann ich mit beantworten? Wir so, ja, Ferienhaus ist bald. Vielleicht in Spanien sogar. Boah, das wäre sehr, sehr geil. Also ich hätte auf jeden Fall sehr Bock. Es hat so Spaß gemacht, das damals zu drehen. Und deswegen
Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen. Vor allem, das ist ja dann so, okay, wir kennen natürlich unser Haus, aber es ist trotzdem was ganz anderes als hier, oder? Ja, okay, das kennt man noch nicht so nee. Sehr wie das, wo man hier wirklich dann... Auch vielleicht sogar wieder mit Nadine und Philipp. Können wir machen. Ich hab Bock. Wie sieht deine Narbe von deiner Brust-OP aus? Sieht man sie noch? Ja. Ich kann euch mal ein... Boah, ich weiß nicht warum, aber irgendwie interessiert es mich gerade. Was so OPs angeht, zum Beispiel an der Nase oder an den, keine Ahnung, jetzt Brüsten oder irgendwo. Ich finde das immer so interessant, weil mir hat mal so ein Freund so gesagt, so ein Kumpel meinte so, wir haben so über Operationen gesprochen, ich weiß nicht, auch so Schönheitsoperationen. Ich glaube, irgendjemand aus unserer Schule hat damals eine gemacht und haben wir darüber einfach geredet im Bus. Und dann macht er so, weißt du, wie das denn echt aussieht? So schlimm, meine Cousine hat Nase operieren lassen, hier unten, man sieht das alles und so und hier, das sieht richtig schrecklich aus. Ich so, ja, vielleicht kommt es auch auf den Arzt an, weil manche, jeder näht ja anders, weißt du, es gibt verschiedene Ärzte, Techniken und auch bestimmt Preise, wenn du das Preis zahlst. Der eine so, hat auch mehr Bock du, als der andere. Ja, aber ich glaube, wenn du mehr bezahlst, nähen die anders, als wenn du weniger bezahlst. Weißt du, was ich meine? Echt? Bestimmt, wenn du in Türkei 1.000 zahlst oder 500, natürlich machen die dann bestimmt anders, kriegst bestimmt auch einen anderen Arzt. Nur, dass die Nase ist im Gesicht. Ja, und dann habe ich einmal so gesehen, eine Instagramerin, die hat keinen Filter benutzt, die hat ihre Nase operieren lassen, man hat hier so richtig die Umrisse gesehen, das war fand ich ein bisschen erschreckend irgendwie. Das war echt so, guck mal, die meisten, die also von den Influencern und sowas, jetzt die in der Öffentlichkeit stehen, die ihre Nase operieren, benutzen danach immer noch denselben Filter. So, das Gesicht ist immer noch nicht zu erkennen. Ja, ich muss mal kurz shooten, ja, aber bei Shireen David, zum Beispiel Shireen David, die hat ja Eye-Lifting, Wimpern, Augenbrauen, Lippen, Gesicht, alles Botox und so. Hier, Jawline, alles machen lassen in ihrem Gesicht, ist ja auch nicht schlimm. Und dann benutzt sie so kranke Filter. Ich denke mir so, ich habe nicht ein OP im Gesicht, ich benutze nie Filter. Man sieht hier Pickel, Unreinheiten, Make-up, Flecke. Ich denke mir, egal, das ist menschlich. Aber sie benutzt so, das so viel. Das habe ich mir bei ihr gefragt, weil sie ist immer so für Selbstbewusstsein steht, so im Aussehen sowas. Gell? Da war ich immer so lost, dachte mir so, das habe ich mich auch mal so gefragt. Aber wir feiern sie, ja, aber sie hat recht, sie benutzt immer sehr stark Filter. Ja, man benutzt keine Filter, Leute, ihr seid alle wunderschön. Ja, das ist normal. Diese Filter machen euch so Selbstkomplexe, die ihr eigentlich gar nicht haben solltet. Genau. Euer Gesicht so. Haut hat Struktur, die darf man auch sehen. Ja. Foto hier anwenden? Von deiner Brust? Leider. Ah, so sieht es dann aus. Aber die OP ist gar nicht so lange bei ihr her. Das dauert ja Jahre, bis es verheilt. Ja, aber es so richtig weggeht. Ja, aber ganz weg wird es, glaube ich, nicht. Meine Narbe hier auf der Stirn, das aber war eine Harry Potter. Aber bei dir wurde es geklebt. Ja, und? Ich bin trotzdem Harry Potter, seine Schwester. Tutti hat als Kind so gedreht und dann ist sie aufgeklatscht und dann hat sie hier so einen Riss, ja, aber das wurde zugeklebt, weil es nicht tief war. Das war eine Platzwunde. Aber Riss. Bei ihr wurde es ja aufgeschnitten, da muss wie ja genäht werden. Undramatisch. Ich hatte so eine offene Stirn. Tschüss. Es ging ja um Leben und Tod. Ich bin nur von der Narbe. So sieht das aktuell aus. Mega happy. Also ich habe gar keine Probleme. Die ist nicht dick oder so. Und die stört mich bei nichts und tut auch nicht mehr weh. Schön für dich und deine Narbe. streiten sich Emmy und Leo oft oder sind sie eifersüchtig aufeinander? Und wie löst ihr das? Also ich würde sagen, die streiten sich schon ab und zu mal, aber jetzt nicht überdurchschnittlich. Und das sind auch noch nicht so Streitigkeiten. Also ich meine, dafür sind die eh zu klein, dass sie sich jetzt den ganzen Tag dann aus dem Weg gehen würden. Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten. Kinder streiten. Nach 5 Minuten wieder miteinander. Ich höre, das ist mein Auto, nächstes meins. Okay. Streiten wir uns oft? Wir sind nach 2 Minuten dann wieder eng miteinander. Aber das liegt auch echt an mir. Ja, nein, ich habe eigentlich auch an mir. Ich war immer das Problem und ich mache jetzt auch mit, muss man sagen. Nein. Jetzt fängt's an. Ihr seid leider dabei. Ich bin ja schon wieder nicht auf dem Bild. Ey, ich kann rausgehen. Ja, wie Julian, Bruder. Ich gehe raus, ich schritt da mit dir. Also, wenn wir uns streiten. Ja. Ja, dann komme ich immer zurück und sagen, Tutti, ich muss sagen, Tutti ist auch sehr, sehr anstrengend. Also mit Tutti zu leben ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und wenn man manchmal so einen Hals dann hat, dann nimm dir doch eine Basic Bitch. Ich bin einfach nur zu klasse dich. Kennst du die Leute? Lass es. Immer diese Mädchen. If you can't handle it, then don't deal with it. So Jungs posten immer auf TikTok. Sie ist dir also zu anstrengend. Tja, da verdienst du nicht diese Queen, sondern eine Basic Bitch oder so. Ja, so, what the fuck, Alter? Vielleicht deine Bitch einfach komisch, Junge. Spielzeug haben wie ich und dann gibt's halt kurz Streit. Schlägerei. Das, was ich
cool finde, ist die Entwicklung zu sehen, dass sie im Moment echt viel selber lösen auch. Ne? Also es gibt immer wieder natürlich Sachen, wo wir sofort dann einschreiten und auch was zu sagen wollen. Aber wir beobachten viel und lassen die auch mal machen. Und das ist echt sehr interessant, weil so langsam kommen die in ein Alter, wo die das auch einfach oft selbst gelöst bekommen oder sich dann selbst gegenseitig entschuldigen, ohne dass wir irgendwas sagen müssen oder so. Also das ist echt cool. Ich wollte was sagen, ich habe es aber vergessen. Könnt ihr Spanisch sprechen mittlerweile? Unsere Mutter hat einfach jedes Mal gesagt, als wir uns geschritten haben, bis heute noch, so von Kind an bis heute, ja, der gleiche Satz. Ja. Ihr dürft euch nicht streiten, ihr seid Schwestern. Eines Tages werden sie sterben und werden euch dann streiten und dann auseinandergehen. Nein, ihr haltet immer zusammen. Und Horn und ich immer so, Entschuldigung. Oh mein Gott. Immer. Meine Mutter hat immer traumatisiert, wie man kleine Kinder. Ich habe gesagt, das ist meine Puppe, nein, meine Puppe. Eines Tages werde ich sterben und dann seid ihr nicht mehr zusammen. Was tut ihr dann? Ich so. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, ja, und auch sehr, sehr gut, weil meine Mutter hat uns, also unsere Mutter, man denkt, wir sind Cousinenbruder, ja, wenn wir so reden. Meine Mutter, ihre Mutter. Ja, unsere Mutter hält es wirklich als sowas von wichtig, dass wir immer sehr, sehr eng miteinander sind. Also mit damit, jedem von unseren Geschwistern. Damit später, wenn wir alle verheiratet sind, vielleicht sogar in anderen Städten wohnen oder sowas, ja, gern und keine Nachbarn miteinander, dass wir trotzdem damit sehr, sehr eng sind und nicht den Kontakt verlieren, weil das passiert sehr oft. Ja, das ist wichtig. Das ist scheiße. Ja. Wirklich, das soll nicht passieren. Poquito? Bestell mal einen Kaffee. Un Café solo, por favor? Das ist por favor? Na, ist ja auch egal. Ich kann auf jeden Fall... Das ist gerade Italienisch? Das Spanisch, grazie. Rechnung fragen. La cuenta, por favor? Aquí? Nein, das hört sich jetzt... Also eigentlich, ich würde sagen, die letzten zwei Monate, wo wir da waren... Sag mal, mir sitzt ein extrem gut aussehender junger Herr gegenüber mit einem... schönen Bart. Sentado frente a mí hay un joven caballero extremadamente guapo con una hermosa barba. Kann ich jetzt mit Google Translate übersetzen? Und dann füge ich etwas. So geil. Hat mir so krass viel geholfen die letzten zwei Monate, weil man einfach immer wieder die gleichen Sachen gebraucht hat und da hat sich echt viel eingeprägt. Gibt es eine Schranktüre in eurem Haus, die ihr seit eurem Einzug noch nie geöffnet habt? Boah, das ist eine kranke Frage. Also wir haben jede Schranktür geöffnet. Ja. Wir haben noch mal damals eine... Also Schrank, Türen schon alle, aber es war oben ein Fach drin, haben wir doch... Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie macht man das, wenn man so viele Schranktüren hat? Ja. Und man sagt zum Beispiel so, Julian sagt, Baby, wo sind meine Nike-Schuhe? Und sagt, in der Schranktür. Was, Schranktür? Welche Schranktür? Gefunden. Das stimmt. Das war kein Fake. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, da lag so ein roter Lederkoffer, ne? Boah, das war sehr gruselig. Der gehörte zum Glück dem Vorbesitzer. Es gibt allerdings einen Schrank, den ich, glaube ich, am aller seltensten aus dem kompletten Haus jemals geöffnet habe. Der Weihnachtsdeko. Das ist wohl der Schrank, wo die Millionen versteckt sind. Ich wollte sagen, wo die Leichen sind. Wow, wir denken so anders. Ihre Psyche ist richtig. Nee, im Keller, ich zeig ihn euch. Im Keller, das passt. Der Schrank hier drin. Da kommen so Fliegen raus. Da sind so Köpfe. Ich hab noch einen, aber ich will das reinscheißen. Das ist der Schrank wohl, wo das Gold von Ratter ist. Ah! Der Schrank ist komplett leer. Ja, das war der Schrank. Wann geht die nächste Reise und wohin geht die nächste Reise? Inshallah bei uns nach London eins Tages. Ey Junge, ich hab's wirklich so Bock. Ich will unbedingt nach Hogwarts. Ich auf, so dass alle aus der Familie Zeit haben. Toti hat Uni, mein Bruder hat Schule, der andere hat Uni, dies, Horner, arbeiten. Horner. Ich bin einfach da, aber ich habe auch manchmal keine Zeit. Ich muss auf Toilette und so. Ich Schöne formulierte Frage. Die nächste Reise, wir wissen noch nicht genau wann. Natürlich am liebsten so schnell wie es geht, wenn das Haus fertig ist, nach Spanien, würde ich sagen, oder? Würde ich auch behaupten. Nächste Frage. Du sagst. Wohin will man denn auch, wenn man eine Villa in Spanien baut? Wohin will man denn sonst? Du sag mal, Bibi, hast du eigentlich gar keine Dehnungsstreifen? Doch. Also ich wurde. Echt? Einen kleinen Dehnungsstreifen habe ich. Ich wurde sehr verschont, was Dehnungsstreifen angeht. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und zwar habe ich von meinem Bauchnabel runter zu meiner Kaiserschnittnarbe, also quasi genau die Linie, da ist so das Gewebe ein bisschen kaputt. Mich persönlich stört es wirklich gar nicht. Es gibt allerdings eine Sache, die mich sehr stört oder wo ich ja eigentlich sogar aktuell noch so ein bisschen... Ja, okay, mit zu kämpfen habe ich es vielleicht blöd ausgedrückt, aber die mich einfach gerade ein bisschen stört. Und zwar hatte ich bei der Emily in der Schwangerschaft, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, einen Leistenbruch und auch einen
Nabelbruch, genau. Einen Nabelbruch hatte ich und das ist nie wieder zurückgegangen. Also das wird, wenn ich den Arzt richtig verstanden habe, jetzt auch einfach für immer so bleiben, dieser Nabelbruch. Das ist an sich nicht schlimm, also das tut nicht weh und ich habe auch keine Beeinträchtigung dadurch. Aber ich habe wirklich meinen Bauchnabel früher sehr geliebt. Ich hatte auch ein Bauchnabelpiercing und jetzt finde ich meinen Bauchnabel leider nicht mehr so schön. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden. Genau. Ach, so sieht ein Nabelbruch aus. Ich dachte gerade, hey, was meint sie damit? Aber jetzt das ist, wenn der Bauchnabel so ein bisschen rausquält. Ach so, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich wusste auch nicht, was ein Nabelbruch ist. Aber sie hat einen wunderschönen Körper dafür, dass sie zwei Kinder auf die Welt gesetzt hat. Weil ich habe schon andere Körper gesehen, wo ich mir so denke, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Frauen drunter leiden, gell? Weil es ihnen einfach nicht mehr gefällt, weil der Körper irgendwie jetzt komplett anders aussieht und überall Dehnungsstreifen sowas hat, gell? Aber sie hat einen wundervollen Körper. Muss man sagen. Dafür, dass sie so zweimal so Kinder an sich hatte. Ja. Und dann muss man einfach dankbar sein. Ich hätte lieber so einen Nabelbruch anstatt, keine Ahnung, was. Wisst ihr, was richtig krass ist? Unsere Mutter hat ja 4 Kinder gebärt und sie hat nicht einen Dehnungsstreifen. Ja. Wie geht das? Jeder Arzt sagt immer, nein, sie haben keine. Sogar ich habe Dehnungsstreifen. Ich habe nicht ein Kind gebärt. Die Ärzte sagen auch immer so, nee, sie haben doch keine 4 Kinder gebärt und sowas. Man muss so, doch, das geht nicht. Ja, ich hoffe, wir haben ihr Gewebe, aber ich denke nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Ich habe damals mit einem Arzt darüber gesprochen, sogar mit dem Arzt, der meine Nase und Brust auch operiert hat, weil ich lag dann da blöd gesagt und dann habe ich das einfach angesprochen und gezeigt und dachte, ja, könnte man das irgendwie korrigieren oder wieder normal in den Ursprungszustand zurückbefördern. Und er meinte, das kann man schon operieren. Ich hätte dann quasi entweder komplett vom Bauchnabel runter bis zur Kaiserschnittnarbe eine neue Narbe oder sie müssten meine Kaiserschnittnarbe neu aufmachen. Stimmt, ja. Und ich habe die ja jetzt schon zweimal quasi geöffnet und die gleiche Narbe ein drittes Mal zu öffnen, möchte ich nicht. Also wenn es da irgendwie mal... Wie oft darf man eine Narbe nochmal öffnen? Wie groß ist eigentlich ihre Narbe? Wie groß sind... Weil das hat sie mir gezeigt, so. Nein. Keine Ahnung. Sie hat doch gerade ihren Bauch gezeigt. Vielleicht sieht man es ja da. Weil ich habe mal so ein Video gesehen auf Instagram, da hat ein Arzt nur so eine große Narbe, also so eine Naht gemacht, so einen Schnitt gemacht. Und dann kam das ganze Baby auch so einer kleinen Dings, hat er es zugenäht, weil er wollte es am Bauchnabel so klein wie möglich halten. Man hat das gar nicht gesehen. Kennt ihr das? Hier ist jetzt euer Bauchnabel und dann unten den Bauchnabel sind ja so, wie so Falten. Der wirft ja so Falten, weil es ja ein Loch ist, weißt du? Und dann hat er das sah aus wie eine Falte, die war nur ein bisschen länger. Das hat er so perfekt gemacht. Ich dachte mir so, machen die das immer so oder war es nur so special? Nein, das war special. Okay. Eigentlich sieht man immer die Narbe nach einem Kaiserschnitt. Und die ist auch nicht so groß. Die nehmen ja so Instrumente und öffnen. Also die Haut ist dehnbar. Dann öffnen die es, als ob die jetzt so einen Kaiserschnitt machen. Ja. Aber das ist richtig krass. Ich will auch unbedingt Kaiserschnitt machen, aber dann denke ich mir so, aber weil ich traue mich, ich habe so Angst vor einer Geburt, ich traue mir das selbst nicht aber zu. Aber ich glaube, Kaiserschnitte werden auch ein bisschen irgendwie nicht so, unterschätzt, sie werden nicht so ernst genommen, das ist auch sehr schlimm. Weil guck mal, eine Frau, die hat zwar Venen und Schmerzen, bei einer normalen Geburt, hier sage ich jetzt natürlichen Geburt, und es ist auch richtig schmerzhaft, gell, ich verstehe das, aber danach, da wird es dir besser gehen, weißt du? Ja. Und bei einem Kaiserschnitt geht es dir davor gut, weil du wirst, das wird ja nur aufgeschnitten, du spürst ja nichts, weißt du, es wird alles rausgeholt. Aber danach, wenn du spürst, gell, wenn diese ganzen Medikamente in dir, so diese ganzen Schmerzmittel loslassen, dann spürst du alles. Ja, das ist halt so, als ob du Messer drin hattest. Ja, du wurdest ja aufgeschnitten und alles und dann dreht dein Körper generell durch. Generell, natürliche Sachen, ja. Eine Geburt ist was Natürliches. Das ist schon seitdem der erste Mensch auf diesem Planeten gelebt hat, war das so. Unten kommt es ganz normal raus. Das ist das Beste für den Körper. Ja, und das, was wir Menschen machen, ist halt komplett eigentlich so falsch. Ja. Aber ich würde es trotzdem irgendwie bevorzugen, weil ich Angst habe. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, Tutti hat halt Angst. Ich habe eigentlich auch Angst, natürlich, aber ich weiß nicht, wie es mir geht. Du bist stark vom Charakter. Ich muss mal schauen. Du weißt auch nicht, du weißt, wie ich bin. Ich glaube, mein Charakter ist stark, aber mein Körper schwach. Nein, dein Körper ist schwach. Mein Körper ist schwach. Du hast mal deine Haare blondiert, gell? Und zwar dreimal hintereinander, deine Haare waren trotzdem voll stark. Ja, aber mein Körper, zum Beispiel mein Magen und so, der ist echt... So, was haben meine Haare mit deiner Geburt zu tun? Dass man das irgendwie anders korrigieren kann. Was die Beispiele wir nennen, oder? What the fuck? Ich hab nicht gedacht, war das so richtig dumm. Ich dachte, du lachst oder du hast dich gelacht. Jetzt muss ich es erklären. Ja, das ist einfach so ein Teil meines Körpers gewesen, den ich echt geliebt habe. Und der hat sich jetzt einfach sehr krass geändert. Den liebst du doch immer noch. Er sieht halt einfach ein bisschen anders aus. Ja, aber könntest du nicht trotzdem Bauchnabelpiercing tragen? Ich glaube, es sah sehr bescheuert aus, weil dann würde ja quasi der Stein, der darunter hängt, auf meinem Nabel sein. Und der ist dann so rausgeploppt. Stimmt, und dann würde das quasi so aussehen. Also. Können das auch Männer?
Ja, du hast auch einen Bauchnabel. Warum sollst du denn keinen Nabelbruch bekommen können? Kannst du meine Frage rausschneiden? Kommen noch mehr Kaugummisorten von Bio? Aber selbstverständlich. Also es gibt ja jetzt insgesamt schon 4 Kaugummisorten, die wir rausgebracht haben. Gerade kamen ja 2 neue, und zwar Orange Lemonade und Cherry Coco. Warte, nein, die großen, ich will die, stopp, warte mal, ich will das große. Ja. Oh. Wie viel Kaugummi-Packung möchtest du haben? Ist auf jeden Fall bei uns keine rare Ware im Hause, Klaassen. Ich liebe Kaugummis. Es ist einfach so geil. Ich vermute jetzt ein bisschen der Werbung einblenden. Hä, wie kommst du da drauf? Habt ihr jemals einen Kokos-Cocktail? Ein Kokos? Wie komme ich jetzt auf Cocktail? Wegen Koko-Cocktail. Hm? Ich esse 2. Alle Sorten in meinem Kopf gespeichert. Wie bitte? Ah ja, stimmt. Aber du kannst ja jetzt nicht im Video ein Kaugummi kauen. Ich muss mir mal kurz den Geschmack verinnerlichen. Schluck dir Kaugummis runter. Ah, nein. Ich habe noch nie einen Kaugummi runtergeschluckt. Doch, ich schon, aber ich mache das nicht mehr. Ich mache lieber so. Ich sage Tutti ja oder nein. Sagt sie immer ja oder nein. Sag jetzt. Nein. Dann spucke ich ihn aus und trete ihn. Und wenn ich treffe, dann hat sie gewonnen. Und wenn ich dich treffe, habe ich gewonnen. Und so was? Natürlich nur draußen. Manchmal auch zu Hause. Stell dir vor, so ein Zimmer. Die kleben dann der Decke über, so verteilt. Diese riesengroßen Packungen, so Packungen, die normalerweise halt im Laden stehen, ne? Die könnt ihr sogar zu einem rabattierten Preis günstiger im Onlineshop erwerben. Und dann habt ihr einfach einen saugeilen Vorrat mit 16 Packungen pro Sorte. Findet ihr aktuell zu all unseren Kaugummisorten. Und wie gesagt, da könnt ihr sogar sparen. Also wenn ihr mit Freunden zusammenleben wollt oder einfach mal euren häuslichen Vorrat eindecken wollt. Finde ich saugeil. Was ist das ekligste, das du je gegessen hast? Das ist auf jeden Fall die Kotzfrucht gewesen in deinem Video. Knoblauch und Mango, Knoblauch und Mango. Ich glaube, das Ekligste, was ich erst gegessen habe, war diese Jellybean-Bohne, ja, die nach gekotztes geschmeckt hat. Ja. Ich habe die reingemacht. Oh mein Gott, ja. Ich habe sie in den Mund genommen und als der erste Biss, Leute. Als ob du Kotze so abgelegt hast vom Boden. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Was war das Ekligste, was ich gegessen habe? Ich glaube, ich vertrage alles. Ich habe meine ersten Nudeln. Ich glaube, das war wirklich das Ekelhafteste. Wobei, tut mir leid, no hate an meine Eltern, aber wir haben von dem mal ein Basilikumlikör geschenkt bekommen. Das war wirklich auch ekelhaft, aber das jetzt zu trinken. So viel dazu. Vielen Dank fürs Einschalten. Hinterlasst dem Video einen Daumen. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wir verabschieden uns hier. Ciao. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen 20 Uhr. 21 Uhr. Tschüss.